green in Zurich, and it's a good start from Lotterer on the run down towards the first corner. Can Evans cover him off as they get to turn one? Yes, he's had to come across very aggressively. D'Ambrosio locks up. Degrassi goes around the outside of him at the first corner and has to bail out of it. Was halten Sie so davon, dass jetzt so ein grosses Autorennen in Zürich stattfindet? Also ich finde es nicht schlecht. Ich finde, es sollte nächstes Jahr wieder kommen. Es hat einen grossen Aufwand, nur für einen Tag. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich finde das super. Ich bin mega gerne in Zürich. Und ich finde es toll, dass sie das jetzt einmal fertig gebracht haben, auch wenn es nicht mit Motoren ist, aber es geht auch mit elektrisch. Ich finde es spannend. Es ist etwas Einmaliges. Also bis jetzt einmal, und wie es weitergeht, werden wir sehen. Es ist ja schon wieder im Kalender fürs nächste Jahr. Haben Sie das Gefühl, es wird sich eher positiv oder negativ auf das Image von Zürich auswirken? Es ist sicher. Der Blickpunkt ist heute auf Zürich gerichtet und die Leute schauen zu. Es wird in die ganze Welt übertragen. Also, Zürich wird bekannt. Ich denke positiv, grundsätzlich. Ich meine, die in der Nähe wohnen, für die ist es nicht so lässig, weil es hat alles gesperrt. Und sie haben schon relativ lang Lärm vorher. Aber grundsätzlich denke ich, E-Autos sind neu und das ist spannend. Nein, ich finde es sehr positiv, oder? Man muss Sachen machen, oder? Und es ist sehr attraktiv, so Formel E-Rennen in der City zu machen, oder? Das zieht das Publikum an. The Championship leader somehow survives! Degrassi surely is going to cruise past here around the outside and there's nothing Evans can do to defend. Sind Sie auch an elektrisch betriebenen Autos interessiert oder eher nicht? Ja, im Grundprinzip schon, aber Wasserstoff wäre noch interessanter, auch von der ökologischen Seite her. Was kommt vielleicht noch? Ja, nein, eigentlich weniger. Ich bin zwar schon ein paar Mal mit einem Tesla mitgefahren, ist mega lässig, ist halt ein bisschen ein Spielzeugauto. Aber ich bin der halt gerne Motoren hat, wo man ein bisschen Lärm hört und so, ja. Also ich arbeite im Autogewerbe und gut, ich komme noch ein bisschen von der alten Garde, wenn man mich anschaut. Und ich habe Oldtimer, aber trotzdem, Elektromobilität ist unsere Zukunft, darum interessiert es mich natürlich selbstverständlich. Turn one, on board with Sam Bird, and here's the heads-up display, as he gets onto the brakes, into that flick of a right hand, a little bit of oversteer, keeps it together. Denken Sie, dass jetzt auch etwas zu der Mobilität wird beitragen für die Zukunft, dass sich Leute mehr Gedanken darüber machen und sich mehr Gedanken über elektrisch betriebene Autos machen? Absolut, ja, da bin ich total sicher. Weil die Elektromobilität ist unsere Zukunft und dass man das mal an einem Rennen sieht, das finde ich toll. Und die ganzen Leute, wie man ja sieht, oder, sind jetzt da. Ja, es hat sicher zwei Seiten. Eine Seite ist sicher eine Technik, die man so gut erforschen und weiterentwickeln kann. Und das andere ist natürlich auch für ein breites Publikum, wo man natürlich so Technik und ein E-Car-Auto sehr nahe bringen kann und das Verständnis auch dazu fördern kann. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, mit elektrischen Autos, die es heutzutage schon gibt, ist man da schon einen rechten Schritt vorausgekommen. Ich glaube, Leute machen Gedanken darüber, ohne dass es einen grossen Anlass gibt, wegen Klima und Umwelt. Aber ich glaube, in Zukunft wird es eh mehr E-Autos geben. Findet ihr so, dass gestern in Zürich so ein grosses Autorennen stattgefunden hat? Ja, also ich finde es noch interessant. Das ist mal so etwas anderes. Es schadet wahrscheinlich nicht so der Stadt, dass sie das gemacht haben. Ja. Also für mich ist es überflüssig. Bräuchte es eigentlich gar nicht. Hat sie jetzt etwas gehabt, was sie ein bisschen am Event gestört hat oder wo sie einfach finden, das könnte sich nächstes Mal ändern? Ja, der Zugang zum Allem. Ich war selber auch und die Passerellen waren nur für VIPs. Wir müssen rundherum laufen, also eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ich habe aber auch nicht so viel mitbekommen von dem Ganzen eigentlich. Ich habe eigentlich auch nicht viel davon mitbekommen, aber ich glaube, die das verfolgt haben, haben eigentlich recht Freude gehabt. Degrassi is going to make history and win the first motor race in Switzerland for 64 years.